Ich habe mich spontan dazu entschieden, ein kleines Update-Video zu bringen. Zu was genau? Eigentlich zu allem, was zurzeit abgeht. Und da ich keine Lust habe, die ganze Zeit hier am PC zu sitzen, der einfach noch mehr Wärme ausstrahlt als alles andere, dachte ich mir, ich gehe einfach mal quasi durch die Wohnung oder so. Übrigens, das ist das Schmuckstück, was ich gekauft habe hier. Ne? Das hilft auf jeden Fall gut in... im Hochsommer, ja. Ist nur mega laut, deswegen kann man damit nicht aufnehmen. Merkst du die Kälte? Das ist angenehm. Das ist geil, oder? Wer kommt denn da? Hallo, guten Tag. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hinsetzen. Okay, dann nicht. Ah, ist auch cool. Komm, wir gehen irgendwo hin. Ist das ein Leckerli? Leckerli? Ah! Ein Leckerli. Okay. In seinem Naschenschrank ist einfach mehr drin, als bei mir jemals drin sein wird. War das Deutsch? I don't know. Ups. Was machen wir immer? Yay! Da! Bestie. So, jetzt ein bisschen im Garten chillen hier. Ist das nicht zuckersüß? Juckt das Gesicht oder was? Ja? Hm? Und plötzlich sieht alles anders aus, weil ein Tag später ist. Da kam was dazwischen. Und nicht nur, dass etwas dazwischen kam, sondern auch noch jemand, also der ist heute hier, das ist der kleine Fiete, ja, der macht ganz schön viel Arbeit, aber ist süß. Auch wenn er mir ins Badezimmer gepinkelt hat, zweimal. Ich meine, ist immerhin das Badezimmer gewesen, ne? Also wieso eigentlich dieses Video? Naja, erstmal ist es viel zu warm, um die ganze Zeit am Rechner zu sitzen. Und zweitens dachte ich, Hunde sind süß, das gibt auf jeden Fall Likes, ne? Du gibst Likes. Okay, cool. Fangen wir also direkt mal mit den Minus-Abos an. Sie kratzen an meinem Ego, aber ich bin halt auch mehr oder weniger selbst schuld. Der Boost kam damals durch Gambling. Gambling ist, extrem zurückgegangen, beziehungsweise CSGO-Gambling ist tot. Dementsprechend war es klar, dass es früher oder später so kommen wird, dass wir Minus-Abos machen. Aber, naja, was soll's. Es passiert. Und es wird bestimmt auch mal irgendwann wieder in den grünen Bereich gehen. Dementsprechend ist auch alles gut. Macht euch da keine Sorgen. Ich gebe mir deswegen jetzt keinen Strick besorgen, sondern ich arbeite ja, wie gesagt, an weiteren Projekten, um das Ganze so ein bisschen, sagen wir, anzupassen. Kommen wir auch zu den weiteren Projekten. Wie gesagt, ich arbeite an Filmen und das auch schon sehr, sehr lange. Seit tatsächlich über einem halben Jahr. Und zwar habe ich einen zweiten Channel, was viele nicht wussten. Ich werde ihn noch nicht sagen, denn es ist noch nichts hochgeladen dort. Wir haben schon einiges aufgenommen. Mit wir meine ich natürlich Leute, die ihr eventuell auch kennt. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist es kein Gaming und nichts. Es ist einfach nur Unterhaltung. Das ist natürlich auf einem neuen Channel, denn sind wir ganz ehrlich, meiner ist absolut nicht werbefreundlich, dementsprechend, falls ich in Zukunft mit YouTube weiterhin erfolgreich sein möchte, muss ich mir was anderes überlegen und ich kann meinen Content nicht wechseln. Kannst du mal, hallo, entschuldigen Sie bitte, das stört mich. Dankeschön. Also, es gibt einen neuen Channel, den werde ich jetzt aber noch nicht sagen, sondern erst, wenn die ersten Projekte da hochgeladen werden. Das dürfte in nächster Zukunft sogar sein, dann kommt natürlich nochmal ein extra Video dazu. Es ist sehr aufwendig gewesen, wie gesagt, schon ein halbes Jahr her, da habe ich noch eine normale Haarfarbe, ja, sondern auch aus wie ein Mensch. Aber ja, trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht bis dato und ich denke, das wird ganz cool. Vor allem, das wird halt etwas, was ich halt quasi dann aus Leidenschaft erstmal mache und nicht, weil ich hauptsächlich damit Geld verdienen muss. Kannst du mal aufhören, wir haben Rasenmäher. Kleiner Frechdachs. Ja,
Das andere Thema ist Video Master. Viele fragen mich, ob ich jetzt mich hauptsächlich darauf fokussiere, ob ich noch irgendwie weiterhin YouTube mache oder sonst irgendwas in der Richtung. Und natürlich, Video Master ist halt ein Projekt, was nebenbei läuft, zusammen mit Jollo halt. Und das soll natürlich auch erfolgreich und groß werden. Das ist es auch bereits schon, aber natürlich hoffen wir, dass wir das Ganze noch ein bisschen größer machen können. Es ist schwierig halt, dieses Video zu bewerben, da es noch keine sehr, sehr großen YouTuber gibt, die das halt quasi tun. Machst du da? Es gibt halt noch keine wirklich großen YouTuber, die das irgendwie bewerben, und dementsprechend ist natürlich das Marketing nicht so einfach. Des Weiteren gibt es ja Video Unbox, und wie viele wissen, das ist die erste Seite gewesen, deswegen ist sie natürlich extrem groß im Gegensatz zu uns. DudeVGO hat natürlich dann diese Reichweite durch Watch Games. Dementsprechend ist es für uns gar nicht so einfach, aber wir geben uns die beste Mühe und versuchen natürlich vieles zu verwirklichen, was ihr vorschlagt oder auch euch wünscht. Das Ganze ist halt etwas, was nebenbei mir eine Einnahme bringt, und die brauche ich tatsächlich, denn wie viele wissen, CSGO Gambling war halt natürlich meine Haupteinnahmequelle, und da die jetzt komplett weggefallen ist, muss ich natürlich schauen, wo ich halt irgendwie dann meine Einkünfte herkriege. Und es ist immer gut, mehrere Standbeine zu haben, das habe ich immer schon gesagt, und Video Master ist natürlich dann irgendwie auch in diesem Konstrukt mit drin. Aber vorerst bringt mir das auf jeden Fall ein bisschen etwas, auch wenn ich mehr rein investiere durch die Werbung. Trotzdem denke ich, dass langfristig das eine gute Lösung ist, eine gute Idee ist. Aber auch das soll natürlich nicht nur mein einziges Standbein bleiben. Viel länger wollte ich euch damit auch nicht auf den Sack gehen. Wie gesagt, ein paar Updates sind es eigentlich nur gewesen, und die ich halt einfach nicht am Rechner machen wollte. Denn wie man sieht, es ist sehr warm, und außerdem haben die Hunde jetzt ein bisschen draußen im Garten chillen können, und ihr habt ein paar Hunde gesehen. Das ist doch auch nicht verkehrt, oder? Also vielen Dank für das ganze Feedback an dieser Stelle. Generell bin ich für Fragen, also ein Kram, relativ offen. Ich rede viel in Overwatches immer über solche Sachen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Video Master supportet, wenn ihr es interessant findet. Wenn nicht, dann ist es absolut kein Problem. Des Weiteren der zweite Channel. Ich werde es euch mitteilen, sofern dann die ersten Projekte hochgeladen werden am selbigen Tag, damit wir das auch alles zusammen zelebrieren können und nicht, dass es einfach nur ein toter Kanal ist. Das ist nicht das, was ich will. Vielen Dank fürs Zuschauen, und dann sehen wir uns quasi die Tage wieder. Hoffe ich. Außer du gehst auch und du bist eine rote Zahl. Geh nicht. Geh nicht.